Okay. Kamera läuft. Hier gibt es, das ist ein Teil des Projekts. Den ersten Stollen habe ich schon vor einem ungefähr einem Jahr gedreht. Ich werde dann Teil 1 nennen. Einfach. Mach langsam. Hier ist das Wasser wohl etwas tiefer. Ich habe zum Glück. Ich habe jetzt einen Seemann im Ja, es ist schon etwas tiefer hier. Aber der, ich weiß nicht. Das ist keine Lust. Das wird nicht fallen, das ist mega tief. Ich schwimme mal wieder zurück. Er versucht der Glück. Das wird nur noch tiefer da hinten. Ja, leider hat sich das hier tatsächlich so erledigt. Wegen der Tiefe. Warte, ich leuchte mal weiter hinter. Da kann man noch mal reinzoomen. Aber da ist dann halt auch leider nicht mehr viel zu sehen. Das tut mir echt leid. Müssen wir im Sommer mal machen mit Flipflops. So, ich hoffe, dass die dann noch da hängen. Ich müsste jetzt umsteigen wieder mal auf anderes Zeug. Aber ich habe keine Lust, hier den Berg hoch zu latschen mit diesen fetten Stiefeln. Heute geht es nämlich wieder in den Stollen. Ich glaube, das lag schon. Bin halt wieder unterwegs mit Airbags Team Underground, die man gleich sieht, wenn ich das Licht einschalte. Aber erstmal muss ich mich da hier rein ackern. Es ist ganz schön flach hier. Warte, ich drehe mal das Licht noch ein bisschen, dass man das. So. Sieht schon besser aus, oder? Jetzt müssen wir hier so rumrobben. So, jetzt können wir gleich aufrecht laufen und dann kommt wieder so ein Vorsprung. Dann können wir mal kurz den Rücken entspannen. Hier ist so ein bisschen verbrochen. Hier geht es nicht wieder raus, sondern es ist so ein Becken oder so. Es ist aber besser, wenn man hier durchgeht. Ja, wer die Stelle kennt, ich war hier mit dem Barfuß-Thomas schon, als ich noch keine Videos gemacht habe. Höchstens, dass ich seine Videos gefilmt habe. Der geht jetzt so rum, der kommt hier praktisch lang. Da kommt noch ein Loch, Gary, wann das? Da hinten? Ja, da kommst du aber auch von innen aus rein. Da kommst du in den Gang also rein. Okay. Ja. Also, dass da hier irgendwas zu machen, lohnt sich nicht. Ja, diese Location war hier schon mal, aber die hat ja größere Stollen. Ich hatte es auch angekündigt, dass es einen weiteren Teil gibt. Das ist schon ein Jahr her. Diesmal habe ich halt andere Bekleidung. Und das ist hier, jetzt müsste glaube ich auch der Stollen sein, wo diese große Halle ist, von der ich immer geredet habe. Ja, hier sind dann immer so Abzweigungen, die aber dann nur in diesen Kessel reinführen, den ich gezeigt hatte. Hoffentlich. Ja, es geht schon wieder los. Ja, mir tut bald der Nacken weh. Also. Das war der Hammer hier mit der Säule. Mhm. Vorhin so schön gelb. So, haben wir hier wieder so eine Sackgasse. Ne? So, jetzt bin ich froh, dass ich hier die Gummistiefel angezogen habe. Und nicht mal latschen. Was für ein Pfandnägel? Das muss man von hinten beleuchten. So soll ich machen. Ja. Ja, ja, wer sich erinnert, damals bin ich ja mit Latschen hier rumgelaufen, aber das ist mir doch ein bisschen zu ekelhaft. Hier geht es dann auch wieder nicht weiter, aber hier, das Nee ist auch Sackgasse. Hier liegen Gleise, die sind breit, kann das sein? Weil das ist nur abgerissen und naja, jedenfalls ist das hier, glaube ich, entweder verschüttet oder ich weiß es nicht, was da hier ist. Und hab da was gefunden. Ist hier was? Nicht wirklich. Ja. Man muss das spektakulärer machen, als es ist. Ja. Also, das ist ganz schmal. Also, es sieht aus, wenn sie doch so Belüftung und was neu gemacht haben. Nein, du musst dir irgendwas Mysteriöses ausdenken, was gruselig ist oder so, sonst interessiert das ja gar nicht. Zum Atomreaktor. Ja. Wahnsinn. Was, das war noch ganz das letzte Mal? Ja. Ich weiß nicht, wann war das. Danach nimmt auch die Batteriepackung, sieht man noch hier drauf. Stimmt.
Haben Sie mit Batterien drin? Ich glaube, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich mich noch, da habe ich glaube ich sogar gefilmt mit Thomas Kamera und habe mich darüber geärgert, dass die ihren Müll nicht mitnehmen. Oder Thomas oder so. Ich werde das Video mal verlinken. Oder wer nicht hier warten kann, das heißt wie Christ sollen. Ach hey. Ja, ich bin froh, dass ich diese Stiefel anvertraut habe. Und wie ist es? Nass. Das sieht so lustig hier hinten. Ich meine, an dem Schall hier kann man ja schon erkennen, was hier so kommt. Ne? Warte, ich mach das mal höher und mehr Licht. Ach je, jetzt geht es wieder los. So, versuchen wir es mal so. Eine Riesenhalle. Mit Riesenschall. Man kann sie ja nicht anständig filmen. Heller geht auch die Lampe nicht. Hm. Und die Maserung hier. Das, so wie das ausgearbeitet ist, so gut. Das ist keine Rolle für die Produktion gewesen. Ich schätze auch. Das ist wieder so ein mysteriöses Loch. Ne? Hier nebenan ist gleich die nächste Halle, die gefühlt noch höher ist. Und das hier ist eine, Mauer dran. Das war, oh nee, Quatsch. Ich dachte, das wäre eine Mauer, nein. Ja, das ist hier so, so schön glatt. Als ich mit Thomas da war, da hat hier sogar noch einen Lappen gehangen, dass man hier schön ja, beschriften kann, Feld. Weil es nicht verraten mag. Das ist schon der Hammer, oder? Ja. Ja, dieser Dampf, der geht mir auf den Sack. Fein wie hoch. Gleich ist eine Treppe. Mal sehen, was er sieht, ja. Ja, durch den Schmutz. Upsala, Entschuldigung. Das sieht man halt nicht mehr so viele. Oh, jetzt hat sich die Blende verstellt. Ich weiß nicht, was er mitgekriegt hat. Das ist jetzt echt so, ich habe jetzt voll reingezoomt, das witzig hier war. Ich weiß nicht, ob man es noch gesehen hat, hier kamen Tropfen runter, weil sie mir gerade hochgefilmt haben. Und Wolfgang so, oh, was war das? Das sieht aber auch aus hier. Ach, ja. An einen dieser Haken hat Käfertechno vor 2 Jahren mal irgendwie ein Band dran gehängt. Naja, gut. So. Biohazard. Ja, ich glaube, das war auch die... Also hier kommen dann keine Riesenhallen mehr, aber die ist auch, ist die jetzt noch höher gefühlt. Höher geht, heller geht's nicht leider. Also, es ist schon ganz schön. Da kommt das Loch wieder raus. Ah ja, da an der Seite, auf der anderen Seite war auch eine Treppe. Pura. Ja, jetzt kommt langsam der eklige Teil, oder? Ja. Schade. Ja, hier ist Ende. Da weiß ich noch, hat der Johannes damals versucht, irgendwie hochzuklettern, aber ich weiß nicht, sollte man vielleicht lassen, obwohl das jetzt eigentlich besser aussieht. Warte, ich geh mal hin. Ach, nee. Da haben sie aber gebuddelt, ne? Ja, ich glaube, die haben versucht zu buddeln, aber das ist da hinten auch alles verschüttet. Ja, da kommt man nicht weiter. Nach oben. Ich würde behaupten, es ist hier einfach komplett verschüttet. So arbeitet Urbex Team Underground. Und erstmal hier das Laub weggeblasen. Das ist aber an einem Feiertag Laubbläser betreiben. Ohne Garnwagen. Willst du es fangen, oder? So, ich mich bereits wieder umgezogen. Kirby's Team Underground hat auch mal eine Anmoderation gemacht und wir haben jetzt die nächsten Stollen vor uns.
Das sieht schon wieder nach Wasser aus und nach Klettern. Aber es ist auf jeden Fall eine Höhe, eine Deckenhöhe, mit der man leben kann. Also ich kann die Decke nicht anfassen, sicherlich so 250, 270 hoch. Ist hier eine extra Aussparung, dass man hier hochlatschen kann oder was? Was hast du da gefunden? Ja, ich habe gedacht, das ist eingestürzt hier, weißt du? Aber so. Da, wenn du hochguckst, das Loch, das ist schon Absicht. Hm. Das ist aber auch echt. Ich sag mal, sieht man das, wie es glitzert? Ja. Das müssen wir jetzt mal unter die Hut nehmen. Denn hier geht's tief runter. Ja. Und irgendwie. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommt man denn da hin? Wir warten das. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gang, also muss man dann. Drüben war auf jeden Fall immer. Gut. Also ich weiß nicht. Ich merke das nichts. Ich gehe mal weiter. Also man kann hier weitergehen, ja? Ja. Gut. Ich mach jetzt mal. Warte. Muss ich das auch nochmal angucken? Wenn man sich traut. Aber ich bin nicht ganz so mutig, sage ich mal so. Jetzt geht's hier los mit dicken Hallen. Ja, hier ist der Scherzkekse. Gut, ich habe jetzt mal voll reingezoomt. Und dann muss ich da hier, kommt man nicht hin. Naja. Da ist wieder Urbex, dem Underground. Mhm. Ja, also die könnten hier rüber gehangelt sein, aber nee. Hälter Stein. Hm. Das hier ist nicht original. Was tut er? Du bist hier der größte Höhenangstschisser, jetzt mach das bei Netto. Tu es nicht. Justin, guck mal da hinten. Da ist ein Film das, ich zeig das immer. Also ich würde es nicht machen. Mach nicht, nein. Halt. Er tut's. Das ist rutschig. Ich hör's. Vor allem hat er die größte Höhenangst von allen Anwesenden hier. Und wer hat das Seil? Nimmst du es mit? Guck mal, wie tief das ist. Guck nochmal runter. Guck nochmal runter. Jetzt, wo ihr filmt, ist das peinlich, wenn ich es nicht mache. Nee, es ist peinlich, wenn wir jetzt noch die Feuerwehr holen müssen, die ich da holen. Dürft ihr die holen. Ich rutsche hier runter und gebe ihn wieder raus. Wir ziehen nicht mehr der Drohne wieder hoch. Einfach. Das ist anstrengend. Hm. Wenn wir jetzt eine dicke Leiter hätten, die hätten wir einfach quer hinlegen können. Nochmal her. Wir haben es geschafft, das nicht zu tun. Gut, weiter im Programm. Jetzt bin ich erstmal in so ein Loch reingetrampelt. Und, das ist aber auch schwer, hier lang zu laufen. So, da geht's weiter. Und hier geht's weiter. Zurück. Nee, geht auch weiter. Und es ist wieder hoch. Geht's weiter? Geht's weiter? Nicht so gut. Da ist eine Mauer und dann ist Schluss, ne? Du siehst da oben, dass es weitergeht, ne? Aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Hier die Mauer. Und dann mal sehen, was man noch sieht hier. Nächste Halle. Ui. Der Steve von Hillbilly TV hat gesagt, da hinten geht's nicht weiter. Steve von Hillbilly TV. Aber Steve ausgesprochen. Ja. Steve. So. Weil vorhin gesagt, Mark, ei. Ui, jetzt bin ich ja noch gestolpert. Oh, ich wollte gar nicht, das wäre eigentlich scheiße. Na prima. Du läufst jetzt auf Steinen sicherlich. Ja, also unten ist gleich bei stiefelig. Prima. Muss ich mich jetzt auch noch konzentrieren, kann nicht filmen. Na gut, ich war schon in den tieferen Stollen. Also zum Glück ist meine Beine so fett, dass das Wasser da nicht reinkommt. Der Wolfgang hat sich vorgearbeitet. Ich renne jetzt hinterher. Vielleicht lohnt sich das. Dann ist es hier nicht nur so ein Eiertanz. Justin macht es etwas anders.
Gut. Ja, das ist schön kalt. Deswegen habe ich das diesmal nicht mit Flipflops gemacht. Weil das Wasser bestimmt irgendwie so 4 Grad hat oder so. So, hier kommt nichts. Hier ist alles, der Gang ist verschüttet. Ist ja neblig. Achso, das ist der ist dicht, das Wasser bleibt drin. Mein einer Fuß wird jetzt auch im Baum irgendwann. Tja, bin ich gut. Im Auto war ich schon anders. Ich hab dabei. Alle haben so ich nicht. Und hat jemand gemessen? 18 Meter. Geht's in die Ecke? Guck ich jetzt mal. Sollten wir das schöne Leiter. Ende. Dieses Gelb. Und hier regnet es. Ah, hier kann man wieder stehen. Also hoch aufrecht, weil es ist wieder so flach. So. Ende. Hier ist wieder so eine Halle. Das größere ist noch ein bisschen mehr Licht. So. Boah, hier eine Mauer ist. Das Geräusch. Ach, wenn die Hose nicht auch noch nass wäre. Ja. Viel Wasser, kannst du zurück in deinen Stollen. So, man kommt halt nur so weit. Ah, jetzt sieht man es auch immer bei mir in der Kamera. Brauche ich gar nicht rein. Die Stelle ist schon bekannt. Da war ich schon mal mit Isabel. Und hier der Einstieg ist halt auch mega, mega scheiße. Achtung, nicht los. Ja, dann. Ihr habt ja einen Helm. Du musst deinen Rücken wieder gegen die Wand. Ja. Dann viel Spaß. Wo mein Gummistiefel ist. Und ich stehe an der Seite, wo es noch hoch ist. Also ist an, wenn du an der Seite bleibst, geht's. Aber hier ist teilweise kann man sich nicht festhalten. Ja, ich bin perlfrei. An manchen Stellen ist halt dann auch Matsch. Also bei euch ist das alles schon durch und durch, oder was? Ja. Oh, ich laufe jetzt einfach weiter. Meine Hose ist nass geworden. Ich habe keine Ersatzhose dabei. Also ich habe eine dabei, aber eigentlich nur, um nicht das Auto dreckig zu machen, falls die Hose hier dreckig wird. Aber wie man sieht. Leute. Ich hoffe, dass das. Hier kommt auf jeden Fall eine höhere Stelle, ja. Ich glaube. Und da drinnen gab es eine Stelle, wo Wasser ankommt. Ja. Ich zeige, wie schön. Also, ich will ja nicht sagen, ich will nicht jammern. Aber ich hoffe erstmal, dass das hier mal ein bisschen weniger wird mit dem Wasser. Ich weiß schon genau, wo wir rausgehen. Wir hatten ja sowas von über diese Schwellen stolpern. Und dass es dann nicht mehr sieht, weil wie man sieht, alles aufgeblutet wird. Wollen wir immer wieder wie so ein Linksgang, der dann aufhört. Auf mysteriöse Weise. Und nach rechts. Hier sind schon die erste Sackgasse, sage ich jetzt mal. Der Gang geht noch ein Stück. Wenn er ein bisschen höher wäre, wäre es noch schöner. Nächster Abzweig mit einem X. Okay, also es geht auf jeden Fall mit Wasser weiter. Oh Gott. Wasser. Also hier geht es schon wieder mit Wasser weiter. Ich bin schon eins weitergelaufen. Das ist wahrscheinlich ab und zu mal höher. Das ist jetzt nicht so eine tiefe Stelle. Das ist schon schlimmer, wenn da hinten plätschert. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Und ich warte jetzt drauf. Da kamen jetzt echt komische Geräusche. Ja, das ist
Ich habe vorhin auch gefilmt, wie ich ganz tief stand, beziehungsweise die Kamera hingehalten, aber nicht gefilmt. Der Klassiker. Ja, wenn man zu langsam ist, schaufelt mal übelst das Wasser. So, ich versuche jetzt einfach hier weiterzugehen. Wieder eine Grube. Der Weg daran vorbei, nee, mache ich nicht mit. Also da bin ich echt raus. Vielleicht kommt man da auch noch anders wie hin. Das ist eine Anlegestelle für Gondeln, ja, ein bisschen, gell, mit Fantasie. Weil halt auch da dieser vorbeifließt, nur dieser Fluss. Man sieht es halt hier nur so in der Mitte, da. Ein bisschen. Das wir aufgewirbelt haben. Ja, genau, das ist ja von uns. Ja, jetzt geht's auf hier zu diesem Durchgang, was auch immer das ist. Hier kann man noch mal den Raum sehen. Hier. Oh, ich mach noch ein bisschen die Fusse ein bisschen heller. Das sieht aber aus, die Farben und so. Boah, hier weht ein Wind. Hört man bestimmt. Die nächste große Höhle. Hilfe. Oh, da geht's auch noch weiter. Und dann. Und hier ist auch noch so ein Gang für Neugierige, da gucke ich jetzt rein. Aber es ist leider verschüttet. Auch wieder so ein bisschen verschüttet. Mit Wasser drin. Sehe ich gerade. Komisch, was ich hier geformt habe. Ja. So, hier tröpfelt's. Das ist halt auch hier oben, haben sie so Stangen befestigt. Die hier noch rauskommen. Wenn man das hier angestaut ist, muss man da hinten in ein tiefes Ding reinsappen. Obwohl die 3 cm jetzt sein müssen. Ja, da werden wir dann sehen, ob wir nachher schön nachher schwimmen. Und wie sieht's aus? So, jetzt geht's noch dahin. Ja, hier sollten Meerspindelautomaten, also Drehmaschinen, hergestellt werden. Und Torpedos. Allerdings mit den Drehmaschinen, das hat sich erledigt, weil es hier viel zu feucht ist dafür. So, ich bin jetzt einfach abgebogen. Hoffentlich schließt sich das dann hier wieder. Noch sehen sie mich, oder zumindest sehe ich deren Licht. Hier ist schon wieder die nächste Halle. Meine Güte. Ja, ich halte immer das Licht nicht, aber ich will auch nicht so weit aufdrehen. Aber stehe ich da und die Lampe geht nicht mehr. Ich habe zwar noch eine dabei, logischerweise. Da wusste ich doch, hier geht es dann wieder raus. Da denke ich mal, da vorne bin ich abgebogen. Das ist ja echt krass. Hier. Mehr Licht. Wie hoch das hier auf einmal an der ersten Endstelle ist. Ja, ich hatte übrigens recht. Das fand ich leicht gerutscht. Ja. Wie sieht's aus? Oh, sehr gut. Oh. Ja, jetzt sehe ich auch. Hier ist ein Halter. Mehr Licht. Weniger sprechen. Geil. Von da geht halt einfach die Leitung runter. Hallo! Hallo! So, ihr werdet es nicht glauben. Es sind da noch andere Erwechsler. Die haben jetzt gerade Hallo gerufen. Also es ist halt, boah, die reden jetzt nicht mehr mit uns. Weil das sind, ach nee, ich wollte gerade sagen, da ist ein Gang, aber das ist ja der Hauptweg. Ja, jetzt, dann, wenn die halt nicht mit uns reden, dann können wir ja weitergehen. Tschüss. Tschüss. Blaues Wasser. Da drüben liegt halt die Leiter, da haben wir gestanden. Was mir so auffällt, ist erstmal der heilende Luftdruck und zweitens mal diese Rohrleitung, die liegt hier auf Steinen. Das ist doch bestimmt nachträglich gemacht worden. Was haben sie denn hier wieder gefunden? Schön in der Halle. Ach ja je. Die ist ja riesig. Da machen wir einen Lüften. Herrlich. Da hier. Ist einfach mega. Das kann ja nicht wahr sein. Die nächste riesige Halle. Hört gar nicht wieder auf. Ja, die Hinter geht schon. Ich
dachte auch, das ist hier echt. Da geht es noch weiter und da. Und eigentlich wollte ich heim. Weil irgendwie kommen wir hier nicht zu Ende. Da hinten geht es auch nochmal in drei Richtungen. Noch eine Halle mit Aufschüttung oder so. Ende. Huhn! Gut. Das waren somit reduziert sich das wieder. Oh, hier. Also ich weiß ja nicht. Da, dann Leiter. Hängen. Ach so, dahinter. Ist dann da wieder. Gut. Ich muss so die Entfernung sein. Geil. Muss ich echt mal mitnehmen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen weitergelaufen und dachte, das ist die Halle von eben. Aber ist nicht. Es ist noch eine andere Halle, die auch wieder so riesig ist. So, die nächste Halle. Eine nach der anderen und hier geht es halt einfach weiter. So, das hier sieht aus wie verbraucht. Ich habe gedacht, das meiste haben wir schon gesehen. Oder zu Ende. Einfach zu Ende. Das ist aber auch wieder so übel hoch. So, die Stelle kennt man. Das ist auch der. Nee, war nicht mehr so toll. Kann ich auch da. Autofokus auch wieder hier. Oh, hier ist ein See. Kannst du das sehen? Sieht aus wie so ein Mond, ne? Das See. Oh, es schallt. Huuuut! Wo kommt man denn da runter? Ich will nicht sagen, aber der See ist, glaube ich, ganz schön. Der ist tief. Alles gar nicht so gut aufnehmen. Ne? Ach, weiter im Programm. Ach, das ist jetzt. Ach, das ist der große See jetzt. Ja. Aber der sieht nicht so schön aus. Der ist nicht so schön weiß und so. Beleuchtungstechnisch jetzt losen. Soll ich mal meine zweite Lampe noch auspacken, Justin? Ja, ich das gibt's doch nicht. Ah, das ist eine Sony-Kamera, die sehen alles. So, das ist eine Wasserleitung, weil die haben einen Schieber. Druckluft hat Kugelhähne. Allerdings funktioniert die nicht mehr. Die ist halt durch. Vor allem ist die hier in dem See und die geht da runter, wo vorhin die Leute gehört haben. Das ist irgendwie ein bisschen. Entweder ist die abgebrochen und hat mal gerade gehangen und man konnte das Wasser von unten hochpumpen. Oder keine Ahnung. Das ist dann hier schon wieder. Ich muss mal wieder raus. Das stinkt etwas seltsam. Da war ja auch noch mal ein Schloss eingeschraubt. Vielleicht war es auch einfach nur ein Klosett. November 19 irgendwas. Das ist das Jahr 19. Könnte sein, ne? Oder? 41 Zeitung. Ja, das hier sieht auch aus wie eine alte Zeitung, die sie benutzt haben. Deutsches Reich steht da noch drauf. Oh! Mach mal Aufnahme. Nicht so wackelige Aufnahmen. Ja, das geht schlecht. Haben die nicht ein Video? Ein unterirdisches Video? Keine Ahnung. Ich guck die Videos meistens nicht so. Ich muss mich nicht über diese Streifen irgendwie amüsieren. Ja, dieses Scheißrohr ist mitten im Weg. Hier ist nochmal die Stelle mit dem Rohr, was runtergeht von dem See aus. Jetzt wissen wir das. Ich habe schon mal einen Teil hochgeladen mit dem Video. Und wer von den Zuschauern herausfindet, wo das Rohr ankommt, kann das mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, gar nicht erst versuchen, nicht nass zu werden, sondern einfach zu laufen. So doof, wie es klingt. Oh ja. Oh, da war wohl ein Loch. Ich weiß, wo es ist. Oh, ich hab's auch getroffen, das Loch.
Oh, jetzt ist aber auch was reingelaufen. Das ist auch so Schlamm, das saugt sich richtig erstmal fest. Ja, ja. 28. Zum Glück sieht man die Dinger noch. Gibt's los wieder? Ja. Das ist tief. Hier geht's noch. Ja. Schlimm ist hier, dass hier die Schwellen sind. Ich habe große Angst davor, heute zu fallen. Schlimm ist, hier sind, glaube ich, Schwellen. Ja. Ich weiß nicht. Oh, hier sind Schwellen, ja. Aber die sieht man nicht mehr. Oh, jetzt bin ich ausgerutscht. Hilfe! Ich merke langsam, wie es in Stiefel runterläuft. Meine Beine sind doch nicht fett genug. Jetzt sind sie weg. Ah! Hilfe! Meine Hose! Jetzt muss ich meine Hose und meine Kamera festhalten. Oh, es ist bis zum Knie. Oh! Hilfe! Oh, es wird besser. Das ist das letzte, am letzten Stück noch ein Schiefloch. Hilfe! Oh. Das war genug Höhlen für diese Woche. Ja. Ja, das ist doch. Oh, der verliert Wasser. Schnell! Hast du wenigstens die DJI abgemacht? Toll, und ich muss jetzt da durch die nasse. Der Einzige, der nicht ganz. Na, egal. Willst du vor mir? Das ist mir echt nicht wurscht. Okay. Oh Gott. Also man sieht ja innen zwar, wie das. Kannst du hinten die Dinger holen gehen? Oh, mein Fuß! Hast du gar nicht mitgebracht? Ja, ich habe meine Schuhe schnell ausgezogen, weil es ganz viel gebrannt. Also ein bisschen sieht man es, wie das Wasser reingelaufen ist, aber es ist nicht bis runter. Ach, vielleicht ist das auch eine Aufnahme, die ich gar nicht verwende. Aber bei mir ist kein Wasser drin. Ein Glück.